Erleichterung in diesem Leipziger Wohngebiet. In der Nacht zu Montag wurde hier der mutmaßliche Anschlagsplaner von Chemnitz, ein 22-jähriger Syrer, festgenommen. Die Anwohnerin Leonie Roth wurde von dem Einsatz aufgeschreckt. Ich bin halt so ans Fenster gegangen und da habe ich halt den Hubschrauber gesehen. Und ich habe halt schon ein bisschen Angst gekriegt, so mäßig, dass der Hubschrauber da rumfliegt. Und habe halt auch ab und zu mal die Polizei gehört, so. Laut einem Medienbericht wurde der Verdächtige dank des Hinweises eines syrischen Landsmannes gefasst. Spiegel Online berichtete am Montag ohne Angabe von Quellen, der Verdächtige habe am Leipziger Hauptbahnhof einen anderen Syrer angesprochen, ob er bei ihm übernachten könne. Dieser habe ihn dann zu sich nach Hause eingeladen und am Abend die Polizei informiert, nachdem er von der Fahndung gehört habe. Die Polizisten hätten den Gesuchten um 0.42 Uhr gefesselt, in der Wohnung vorgefunden. Die Anwohnerin Martina Kuschnick zeigte sich erleichtert. Auch sie sei in der Nacht von den Polizeihubschraubern munter geworden, sagt sie. Ja, man hat ja doch ein bisschen Angst gehabt. Und dass da derjenige nur doch festgenommen worden ist durch seinen Landsmann, finde ich auch bemerken. Man muss Respekt vor dem haben, dass der das so gemacht hat. Während die Nachbarschaft in Leipzig aufatmet, gehen die Ermittlungen gegen den Verdächtigen und einen weiteren bereits zuvor gefassten Syrer weiter. Sie werden nach dem Sprengstofffund in Chemnitz verdächtigt, eine schwere, staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben.